Yo, wir sind heute hier, um zu protestieren, wollen keinen diskriminieren und keinen ignorieren. Wir möchten uns das Leben leisten, nicht einfach darauf schauen, doch niemand nimmt uns ernst. Und das ärgert uns am meisten. Wir wollen selbst bestimmen, wie wir unser Leben leben. Und ihr sollt Menschenrechte endlich ernst nehmen. Wir wollen dabei sein, wir wollen frei sein, wollen mittendrin sein. Ausgrenzung? Wo soll da der Sinn sein? Wir sollten alle der Realität ins Auge sehen. Wir wollen nie wieder als Bittsteller dastehen. Wir fordern keine Kürzungen der Gelder. Warum konzentriert sich die Politik nicht auf andere Felder? In Sonderschulen werden wir nur reingesiebt. Und die Kinder lernen nicht, dass es noch andere Menschen gibt. Wir sind nicht schuld an dieser Politik. Wir wollen nicht bezahlen für diesen Krieg. Barrierefreiheit gibt's noch nicht, willkommen in der Realität. Macht die Augen auf, seht ihr es immer noch nicht, oder wollt ihr, dass ihr es nicht seht? Verwaltung, Politik und steht den Behinderten gerecht, vielleicht in euren Träumen, aber nicht in echt. Wir fordern die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention und fangt endlich an mit der Inklusion. Wir wollen nicht nur träumen, sondern auch etwas wagen. Wollen nichts mehr hören von Sparen und Gerechtigkeit erfahren. Ihr sprecht von AGG, BGG, BRK, SGB. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass ihr das versteht. Die Gebote des Behindertenrechts werden noch nicht umgesetzt, sondern nur missbraucht und verletzt. Wir wollen nicht mehr bitten und betteln um unser Recht. Auf, auf, macht die Welt endlich menschengerecht. Versucht doch mal allein im Rollstuhl den Bus zu nehmen. Ihr werdet schnell sehen, das führt doch zu Problemen auch am Bahnhof. Am Fahrkartenautomaten stehen wir da und müssen nochmals lang auf Hilfe warten. Barrierefreiheit gibt's noch nicht, willkommen in der Realität. Macht die Augen auf, seht ihr es immer noch nicht, oder wollt ihr, dass ihr es nicht Wir haben nicht viel Einfluss und ihr habt die Macht, doch wir machen uns stark, wenn es sein muss bis in die Nacht. Wir meinen damit die Nacht im Übertragenen. Sie ist der Höhepunkt des nicht zu Ertragenden. Viele Menschen sind freudig auf die Zukunft gespannt, uns macht die Realität höchstens Zukunftsangst. Wie soll es denn in der Zukunft sein, wenn das so weitergeht? Fangt heute an, etwas zu ändern, noch ist nicht zu spät. Die Artikel 24 wird ein Milligramm, ich schaffe Barrierefreiheit, denn das ist jetzt unsere Zeit. Selbstbestimmt über unser Leben, die Arbeit, die Freizeit und zu welchen Ärzten wir gehen. Wir wollen auch mal fortgehen, zum Sport gehen oder tanzen, mal abgehen, zur Stadt gehen, studieren und die Welten, ob im Rollstuhl, klein, groß, blind, taub oder alt, schau nicht über uns hinweg. Habt ihr es jetzt geschnallt? 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 Barrierefreiheit gibt's noch nicht, willkommen in der Realität. Macht die Augen auf, seht ihr es immer noch nicht, oder wollt ihr, dass ihr es nicht? Barrierefreiheit gibt's noch nicht, willkommen in der Realität. Macht die Augen auf, seht ihr es immer noch nicht, oder wollt ihr, dass ihr es nicht seht?